Denkt an den Sabbat und an euren Gott, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Februar 2005, von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser, das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr zu seinem Diener. Timothy, betreffend dem Sabbat, den siebten Tag jeder Woche. Der Samstag ist der Tag, den du nicht vergessen sollst und ihn heilig halten. Ja, du sollst ihn heilig halten und ruhen. Du sollst keine Arbeit verrichten an diesem Tag, noch deine Frau oder Kinder oder irgendwelche Gäste in deinem Haus, außer das, was nötig ist für deinen Haushalt. Du darfst auch jene Dinge tun, die gut und fruchtbar sind, in meinen Augen, entsprechend dem, was ich dir befehle. Doch verabschiede dich vom Tun deiner eigenen Vergnügungen und von deinen eigenen Tätigkeiten, Ruhe am Sabbat. Gehe nicht deinen eigenen Weg, Timothy, sondern gehe in meinem, mit mir. Ruhe in mir und erinnere dich, denn dadurch ehrst du mich und wirst sicherlich gesegnet sein. Deshalb befehle ich dir Folgendes. Du sollst vorbereitet sein für den Sabbat am Sonnenuntergang des sechsten Tages und alle Arbeiten beenden, so wie ich es dir befohlen habe. Du sollst dich an den Sabbat erinnern und ihn würdigen. Von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang sollst du ruhen und in Frieden sein. Denn die Zeit kommt, wenn keiner Frieden haben wird, wenn keiner in der Lage sein wird, zu arbeiten. Doch du, Timothy, wirst arbeiten. Inmitten tiefster Dunkelheit wirst du dienen, und in dir werde ich hell leuchten, denn ich habe dich vorbereitet als Leuchter für mein Volk. Und an dem Tag, wo ich dich sende, wirst du zu einem Leuchtfeuer werden, hell und strahlend. Deshalb, Timothy, schätze und liebe den Sabbat, bete und ehre Gott, bringe Dank dar in meinem Namen. Sei erfrischt und in dem Wort gewaschen, erneuert in der Gegenwart Gottes. Mein Sohn, sprich von mir am Sabbat, verkünde meinen Namen und meine Herrlichkeit. Und wenn andere näher kommen, sprich auch mit ihnen, ja, bezeuge mein Leiden am Sabbat, teile mein Wort und meine Liebe und blase diese Trompete, denn mein Königreich kommt. Ja, auch am Sabbat und am Tag des Herrn sollst du im Amt wandeln, für welches du gerufen bist. Denn ich bin auch der Herr des Sabbat. Schau, ich bin der Herr der ganzen Erde. Dann wird der neue Tag kommen. Und falls du gewillt bist, ihn zu empfangen, es ist der siebte, der Sabbat des Herrn. Wenn die ganze Welt ruhen wird von ihren üblen Taten. Tatsächlich werden viele Dinge zur Ruhe gesetzt werden am Tag des Herrn. Selbst der Tod und das Grab, Zerstörung, wird keinen Platz haben und das Böse wird weit entfernt sein. Denn wie es geschrieben steht, sie sollen meinen ganzen heiligen Berg weder verletzen noch zerstören. Denn die Erde wird so erfüllt sein von dem Wissen des Herrn, genauso wie die Wasser das Meer bedecken. Deshalb bete immer, dass du als würdig erachtet wirst, um in seine Ruhe einzutreten und für immer in der Gegenwart des Herrn zu bleiben. Denn jene, die sich an den Sabbat erinnern, ehren mich. Und jene, die am Sabbat ruhen, ruhen in mir, während sie auf den Tag blicken. Denn ich hatte den siebten Tag abgesondert und ihn geheiligt von Anfang an. Dies war ein Zeichen zwischen mir und meinem Volk, sogar bis zum heutigen Tag. Und so wird es für immer bleiben. Denn wie ich zu den Kindern in Israel gesprochen habe, sagend, sicher sollt ihr meine Sabbate halten, denn es ist ein Zeichen zwischen mir und all euren Generationen, damit ihr wisst, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Genauso spreche ich auch zu euch, sogar zu allen, die eingepfropft sind. Denn jene, die meinen Geboten gehorchen, bleiben in meiner Liebe
und jene, die sich an meine Sabbate erinnern, bleiben in meiner Gesellschaft. Denn der Heilige von Israel wohnt in der Mitte von ihnen. Ich habe Sehnsucht nach meinen Kindern und wünsche mir, dass sie sein können, wo ich bin. Ich bin ungeduldig, sie zurückzuholen in den Garten, damit wir wieder zusammen wandern können in der Kühle des Morgens, unsere Freude erfüllt. Deshalb erinnert euch an den Sabbat und ich werde mich an euch erinnern. Segnet den Sabbat und ich werde euch segnen. Liebt einander genauso, wie ich euch geliebt habe. Legt eure Arbeiten auf die Seite. Schaut nicht auf die Sorgen dieser Welt und lasst eure Kümmernisse los am Sabbat. Spart euch das Gewicht all dieser Mühen. Legt die Bürden dieser Welt nieder und seid abgesondert für diesen einen Tag. Lasst all eure Gedanken auf eurem Gott und Erlöser gerichtet sein und betrachtet. Ja, lasst euren Geist erfüllt sein mit Staunen und Ehrfurcht über all die Werke meiner Hände. Denn sogar der Herr, euer Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, ruhte am siebten Tag. Also trägt euer Kreuz 6 Tage und lasst es den Herrn am siebten tragen. Jubelt und seid fröhlich. Denn dies ist mein Wille für euch. Denn wenn der Abend kommt und die Sonne unter den Horizont sinkt, könnt ihr wieder zurückkehren zu dem, was ihr wählt zu tun, ob es der Pflug sei oder die Schere. Aber achtet darauf, dass ihr nicht sündigt und seid vorsichtig gegenüber jenen, die es tun. Seid abgesondert und steht abseits von diesen, die den Sabbat vergessen und die Hand ausstrecken gegen meine heiligen Tage. Denn meine Sabbate sind heilig, ein Segen, eine Zeit, um über diese Dinge nachzudenken, die ich bereitet habe für jene, die mich lieben. Warum vergesst ihr Kirchen der Menschen meine Sabbate und werft meine heiligen Tage weg, so als ob der Teufel sie auf eure Türschwelle gelegt hätte? Denn meine eigenen ehren mich und erfreuen sich meiner Sabbate. Sie bringen Dank dar und rühmen mich in allen Dingen. Und schaut, der Tag kommt rasch, wenn der rechtmäßige König regieren wird. Und sein Königreich wird ein Sabbat sein, ja sogar 1000 Jahre. Und seine Herrschaft währt für immer und ewig. Denn der Herr hat gesprochen und so wird es sein, auf der Erde wie im Himmel.